Neben der Uraufführung von Jörg Höller ist auf der Doppel-CD auch der Pianist Georgi Gigashvili zu hören. Er hat Robert Schumanns Fis-Moll-Sonate Nummer 1 eingespielt. Die zweite Sonate, G-Moll Opus 22 von Schumann, hat Elena Fischer-Dieskau gespielt. Und auch mit ihr möchte ich mich über die aktuelle CD der Edition Klavier-Festival Ruhr unterhalten. Von der BBC wurde sie als der neue Star einer Musikerdynastie gefeiert. Und Intendant Professor Ohnesorg erklärte bei ihrem Konzert im Juni in diesem Jahr auch gleich die Familiengeschichte. Ihr Großvater ist der legendäre Bariton Dietrich Fischer-Dieskau. Ja, herzlich willkommen, Elena Fischer-Dieskau. Ihr Großvater war bekannt für die wunderbaren Interpretationen der Liederzyklen von Robert Schumann. Haben Sie die Liebe zu Schumann von ihm geerbt? Ja, also bestimmt hat es irgendwas mit ihm zu tun. Ich erinnere mich, ich habe als Kind sehr oft seine Platten gehört, zusammen mit meinen kleinen Brüdern und meinen Eltern. Und es hat immer Spaß gemacht, weil ich habe mir dabei immer, konnte ich mir immer so schön der Musik vorstellen. Und ich finde, wenn man als Kind die Lieder hört, prägt das sehr viel die Fantasie einfach, wenn man nämlich Worte auf der Musik stellen kann von diesen wunderbaren Dichtern alle. Und diese deutsch-romantische Epoche ist einfach wunderbar und es hat mich immer sehr inspiriert, das Wandern und im Wald spazieren gehen. Und ich glaube, das hat mich immer fasziniert und als Pianist kann man ja keine Worte sozusagen auf der Musik, auf den Noten stellen. Und deswegen, ich glaube, es hat mir geholfen als Interpretin dann später, dass ich irgendwie so beeinflusst war mit den Gedichten, die dazu passen. Und ich versuche immer ein Gedicht im Kopf zu haben für jedes Stück oder ein Bild oder irgendeine Form von anderer Vorstellung. Ja, ich finde das ganz interessant. Ich habe mich mal mit dem finnischen Pianisten Olli Muston unterhalten und der hat mir erzählt, er findet das immer so überraschend, dass in Finnland oder überhaupt in den nordischen Ländern ist der Wald so positiv besetzt. Das ist ein Zufluchtsort, das ist ein schöner Ort. Und in Deutschland ist das zum Beispiel so, auch gerade wahrscheinlich durch die ganzen Märchen ist der Wald irgendwie auch immer mit Gefahr und schrecklich. Bei Schumann in den Waldszenen ist es ja anders. Da sind ja auch sowohl ja Trost, Zuflucht, als aber auch Gefahr und Schrecken. Das sind ja ganz, ganz viele Geschichten, die da erzählt werden. Ja, genau. Ich fand das immer faszinierend. Ich habe mir da immer so viel vorgestellt, weil ich habe auch als Kind Märchen geliebt. Und ich denke zum Beispiel an dieses Stück, die verrufene Stelle. Und dann stellt man sich vor, dass da Geister, Gespenster oder ich weiß nicht, Hexen, Zwerge, weil man kann sich so viel vorstellen dabei. Und aber dann auch manchmal als Kontrast einfach so wunderschöne, man stellt sich einfach zum Beispiel die freundliche Landschaft, dann kann man wirklich einfach nur das Bächlein hören und die Vögel. Und ja, wenn man genau hinhorcht, finde ich jedes Mal, wenn man das wieder hört oder wieder spielt, entdeckt man was Neues oder hört man was Neues. Finde ich persönlich, deswegen finde ich die so magisch, diese Stücke. Ja, dann hören wir doch gleich mal rein. In welches Stück sollen wir denn reinhören? Oh, das ist aber schwer. Ja, was ist denn ihr? Haben Sie einen Favorit? Einsame Blumen? Sehr schön, ich mag das auch sehr gerne.
Wir haben uns schon einmal vor einer Weile unterhalten und da haben Sie mir erzählt, dass Sie das gar nicht so schlimm finden, dass wenn Sie an die verschiedenen Konzertorte kommen, da ja auch immer wieder ein neues Instrument steht. Für die meisten Pianisten, Pianistinnen ist das ein Grauen, sich immer wieder auf was Neues einlassen zu müssen und eben auch nicht zu wissen, was einen erwartet. Für Sie ist das nicht so? Eigentlich nicht. Also es kommt drauf an. Also wenn das jetzt total verstimmt wäre oder... aber ich finde es eigentlich sehr schön. Ich finde es aufregend, weil es ist jedes Mal eine neue Entdeckung, Begegnung und man weiß nie so hundertprozentig, worauf man sich verlässt. Und jedes Instrument hat einen anderen Klang und Persönlichkeit. Und dann muss man sich einfach so wie ein Chamäleon adaptieren, ein bisschen so wie wenn man eine Person zum ersten Mal kennenlernt. Das wäre ja langweilig, wenn man immer genau weiß, wie die Person ist. Oder ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm und man kann sich auch mit jedem Komponisten, ist es schön, einen anderen Flügel, einen anderen Klang zu experimentieren und zu sehen, was passt am besten. Und mich stört es eigentlich nicht, zum Glück. Ich erinnere mich an den Tag, als Sie beim Klavierfestival Ruhr gespielt haben, in Haus Fuhr in Essen. Das war ein unglaublich heißer Tag. Ich glaube, das war einer der heißesten Tage in diesem Jahr. Denkt man dann, warum gerade heute? Warum muss das gerade heute so heiß sein? Denn ich glaube, das ist ja nochmal eine andere Situation, wenn man weiß, das wird jetzt aufgenommen, die Mikrofone stehen da. Da ist dann wahrscheinlich zusätzlich eine ganz andere Anspannung. Ja, es war sehr heiß. Ich muss sagen, erstens war das so ein besonderer Moment für mich. Ich war einfach nur so glücklich, da zu sein. Dann vergisst man auch Sachen wie Temperatur oder sogar auch Nervosität, muss ich sagen, weil das ganze Team waren so unglaublich rührend und lieb. Und dann denkt man einfach nur an die Musik und an die Freude und man vergisst die Nervosität. Und es war so ein schönes Erlebnis für mich. Eigentlich finde ich das besser, wenn es zu heiß ist als zu kalt, weil man hat ja als Pianist immer ein bisschen kühle Hände und dann noch das Kleid. Normalerweise hat man nicht so warm irgendwie was an, also so wie die Männer zum Beispiel, die haben immer viel mehr auf den, auf den Schultern. Aber eigentlich ist mir immer kühl, muss ich sagen, vor einem Konzert. Deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Also für das Publikum vielleicht war es. Es tat mir sehr leid, aber für mich persönlich ging's, muss ich sagen. Ja. Gibt es so ein Ritual vor dem Konzert? Also wo Sie jetzt gerade sagen, Ihnen ist meistens kalt und hat man da so einen Rhythmus, dass man weiß, okay, vielleicht besser keinen Kaffee trinken, weil dann sind die Hände noch kälter vielleicht oder so. Tatsächlich, also ich trinke keinen Kaffee vom Konzert, das muss ich sagen. Jeden Morgen schon, weil ich will ja nicht meine Gewohnheit irgendwie anders machen, aber nicht direkt vom Konzert. Ich würde sagen, ich versuche immer, also alles drum und dran zu vergessen und mich nur auf die Musik zu konzentrieren. Das ist gar nicht so einfach, weil man denkt tatsächlich an sehr viele überflüssige andere Sachen plötzlich. Aber ich glaube, das ist mein Ziel, einfach den Kopf leer zu stellen und damit man sich total auf die Musik konzentrieren kann. Und das lernt man mit der Zeit und vielleicht so ein bisschen auf die Atmung achten und solche Sachen. Aber meistens freue ich mich eigentlich, muss ich sagen. Da habe ich Glück mit den Nerven. Ich würde gerne nochmal auf die Aufnahme zurückkommen. Wie haben Sie das erlebt? Ist das dann auch so ein Moment, wo man weiß, ja, es ist jetzt ein Live-Mitschnitt, das ist ja nochmal was anderes als eine Studioaufnahme, die Sie auch gemacht haben, eine schöne Aufnahme mit Brahms-Fantasien und Rhapsodien und Schumanns Kreisleriana. Aber das war ja jetzt ein Live-Mitschnitt. Wie unterscheidet sich das? Ich muss sagen, ich habe es geschafft, irgendwie nicht daran zu denken während des Konzertes. Aber ich finde es wirklich interessant, weil wenn man weiß, dass man eine CD aufnimmt und man weiß, man kann das mehrmals wieder versuchen und es ist nicht so im Moment, ist es schon was ganz anderes, weil im Konzert passiert schon was anderes, Magisches mit der Energie vom Publikum. Und die Konzentration ist da auch ganz anders, weil man wirklich hundertprozentig im Moment
da sein soll. Und dann können eigentlich wirklich interessante Sachen passieren, die nicht passieren würden, wenn man weiß, ah, ich kann das vielleicht nochmal versuchen. Daher finde ich das ist eigentlich sehr interessante Erfahrung und ich bin so froh, dass in dem Festival so ein toller Tonmeister ist. Der macht das alles noch viel besonderer. Ich habe letztens so gedacht, es ist schön, dass es noch CDs gibt und CDs gehört werden. Viele haben ja auch eigentlich gar keinen CD-Player mehr. Das geht alles nur noch über Streaming und übers Handy. Aber es ist ja noch auch mal noch ein anderes Erlebnis, so eine CD in der Hand zu halten. Insofern auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, anachronistisch, weil wir leben in so einer schnelllebigen Zeit und alles ist so schnell verfügbar und man kann eigentlich alles zu jeder Zeit hören. Wie ist Ihr Verhältnis dazu? Hören Sie auch noch CDs? Haben Sie CDs oder Platten vielleicht? Vielleicht. Das stimmt. Ja, also ich finde es auch schade, natürlich muss ich sagen. Ich finde es besonders, wenn man das in den Händen halten kann. Und das ist für mich so wie Bücher. Also ich weiß, viele Leute lesen Bücher jetzt auf so Tabletten. Aber ich finde es schön, das in der Hand zu halten und das Papier zu fühlen. Und das ist auch mit den CDs, als ich klein war, weiß ich, ich habe sie immer gesammelt. Und habe immer zum Geburtstag oder Weihnachten CDs geschenkt bekommen und ich fand das so schön, dass meine Sammlung immer größer wurde und ich konnte dann das in meinem Zimmer schön betrachten, was ich da alles habe. Und irgendwie finde ich, dass das schon schöner und nach den Konzerten kommen auch manchmal Leute und wollen dann eine Unterschrift auf dem CD und das kann man ja nicht machen durch Spotify oder solche Sachen. Deswegen finde ich das sehr schön, wenn man diese Tradition behält und CDs zu Hause hat. Ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, der Konzerttag war eines der heißesten Tage. Jetzt ist ganz andere Temperaturen, zumindest bei uns wird es langsam kühler und auch das Weihnachtsfest rückt immer näher. Und da denkt man, wie schnell die Zeit vergeht. Es war doch gerade erst Sommer. Wie verbringen Sie das Weihnachtsfest? Wir unterhalten uns gerade, sind jetzt gerade in London und Sie leben in London, haben aber auch in Hannover studiert, haben in den USA, in Baltimore bei Leon Fleischer studiert, sind also schon viel, viel rumgekommen. Wie ist das dann? Nimmt man dann zum Beispiel auch bei so einem Fest wie Weihnachten, so hat man dann von überall so ein bisschen so eine kleine Tradition mitgebracht? Fügt sich das dann zusammen oder? Ja, also ich liebe die Weihnachtszeit. Ich glaube, das ist meine Lieblingszeit, so Winterzeit, gemütlich zu Hause beim Kaminfeuer. Und ich spiele eigentlich immer gerne so kitschige Weihnachtslieder am Klavier, so ein bisschen jazzy. Normalerweise die Tradition ist, ja, wir singen sehr gerne. Meine Brüder spielen auch ein Instrument, Geige und Cello und spielen wir zusammen. Also es gibt viel Musik und Kaminfeuer. Ich liebe Kaminfeuer, Kerzen, solche Sachen. Und ich freue mich schon sehr auf die Adventszeit. Ich habe schon angefangen, ein bisschen zu schmücken zu Hause. Und ja, eigentlich würde ich sagen, mit viel Musik ist das, kann man nicht falsch sein für Weihnachten. Ja, schön. Also auch, dass die Zeit da ist. Also von vielen Musikern, Musikerinnen hört man ja dann, die sind so eingespannt, dass dann auch das eigentlich so das Musizieren im häuslichen Rahmen, auch mit der Familie oder mit Freunden, dann dass dafür gar keine Zeit oder der Kopf gar nicht mehr für sowas frei ist, umso schöner. Haben Sie ein Lieblingsweihnachtsstück? Okay, vielleicht ist es ein bisschen peinlich, das zu sagen, aber ich glaube, ich mag gerne Have Yourself a Merry Little Christmas und das macht immer Spaß. Ich mag das auch sehr. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit und auch eine schöne Weihnachtszeit und dann sehen wir uns hoffentlich bald beim Klavierfestival Ruhr wieder. Vielen lieben Dank, Elena Fischer-Dieskau. Vielen Dank, wünsche ich Ihnen auch. Bis bald. Tschüss. Und wenn Sie sich für die CD mit der Uraufführung von Jörg Höllers Doppelkonzert mit Martin Helmchen, Marie-Elisabeth Hecker, mit dem Kölner Kammerorchester unter Leitung von Christoph Poppen und dem Mitschnitt mit dem Konzert von Elena Fischer-Dieskau interessieren, dann werfen Sie doch einen Blick auf die Homepage des Festivals unter www.klavierfestival.de/shop finden Sie auch die aktuelle Aufnahme. Die Doppel-CD kostet 19,99 Euro. Und wenn Sie die CD bis zum 14. Dezember bestellen, dann erhalten Sie diese auch noch rechtzeitig für den Gabentisch. Bis bald, sagt Anja Renczikowski.